Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Vorweg noch zuerst eine Info, und zwar bin ich Ende September bis Anfangs Oktober an der Caravan Live Messe in Freiburg eingeladen worden als Redner zusammen mit anderen Fanlifer. Und wenn ihr wollt, ja, dann könnt ihr da vorbei kommen, und sofern Merkel uns das veranstalten lässt. Und es gibt auch was zu gewinnen, nämlich 5x2 Tickets. Also wenn ihr da auch gewinnen wollt, dann braucht ihr einfach Kommentare zu schreiben, Caravan Live. Und dann werdet ihr an der Verlosung teilnehmen von diesen Tickets. Okay, dann lassen wir jetzt gleich das Video los. Ach ja, mehr Infos dazu findet ihr dann unten im Link, da könnt ihr draufdrücken. So, das ist mein Platz da für diese Nacht gewesen. Da hinten ist die Donau. Wahnsinn, wie breit. Und in der Mitte eine Insel. Bahnübergänge, die sind fast Offroad tauglich. Es ist Wahnsinn. Da muss man im ersten Gang langsam drüber. Dachte schon, ein Zug hätte gehupert. Wahnsinn. Da weiß man nicht. Da muss man extrem langsam drüber. Das ist ja. Ja, und zwar treffe ich mich da mit Ingo, der ist von Albanien schnell hier rüber gehuscht, um mich zu treffen. Und lerne ihn kennen und dann mal schauen, reisen wir vielleicht zusammen ein Stück. Also die Straße hier, die geht nur geradeaus, 10, 20 Kilometer, nur immer geradeaus, das ist Wahnsinn. Da haben sie gut geplant, keine Kurven, gar nichts. Durch die Dörfer, einfach gerade. Nach 24 Kilometern kommt dann mal ein Kreisel. Das ist wieder der erste Unterbruch, aber sonst, ich weiß nicht, das sind etwa 40 Kilometer. Einfach nur geradeaus. Geil. Die Teile gibt es immer noch, ein Schwein war drauf. So, jetzt bin ich mal links abgebogen. Die Straße ist wirklich perfekt. Das ist so die Landschaft. Mal ein typisches rumänisches Dorf, aber die haben da rechts unten super Wassergraben. Die meisten haben da nur Matsch. So, da vorne ist Craiova. Die Gegend ist wohlhabend, wie ich da an den Häusern sehe.
So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden, sind zuerst zu Fuß abgelaufen und jetzt fahren wir dahin. Und zwar steht er ein bisschen abseits an einem Fluss, der zwar nicht erreichbar ist, aber perfekt ruhig ist da hinten. Und jetzt fahren wir noch ein Stück Piste. So, das war mein Schlafplatz mit meinem neuen Freund. Da unten ist gleich der Fluss, aber man kommt da nicht rein, ist zu steil. Aber tipptopp, jetzt geht's wieder weiter in die Karpaten, so langsam. So, jetzt geht's wieder um die Ecke Burg, rechts durch den Schlamm. Ah, bin ich froh, bin ich so kurz. Viel besser wie früher. Über sieben Brücken musst du gehen. Ja, geile Brücke. Sie hält. Das sind jetzt die neuen Karozzen. Ab jetzt müssen wir in Zukunft so fahren, weil das ist richtig grün. Fast kein CO2. Bin jetzt auf der DN6 und fahre Richtung Norden und zwar wieder zur Donau, da wo die Donau durch die Karpaten sich schlängeln muss, da wo sie rauskommt, das ist das Ziel von heute. Ja, und so sieht dann mein neuer grüner Camper aus. Das ganze Bagage mit dabei, die wohnen da drin, so wie es aussieht. Drei Stück sind an mir vorbei. Das ist die Zukunft, Jungs und Mädels. Bin wieder an der Donau. Einfach schön groß. Da drüben ist Serbien an der Grenze an der Donau. Da gibt es sogar ein Damm. Mit Grenze, aber die Grenze ist zu und ich stehe im Stau. Ja, jetzt weiß ich auch wieso, wegen einer Baustelle, aber wir sind jetzt durch. Oh, ein paar Camper, selten gesehen. So, das war der Übernachtungsplatz. Gestern war ein richtiger Fahrtag. Wir sind jetzt da von der Hauptstraße weg, rechts durch die Alpen und jetzt versuchen wir da durchzukommen auf die andere Seite. Mal schauen. Ja, ist also sehr anspruchsvoll da zu fahren, immer wieder diese Äste, die runterhängen. Sie sind zum Glück klein, hier zum Beispiel. Abwechslung mal felsig. Da war vorher gerade noch ein Stein am Boden, ein großer. Ah, endlich mal eine Lichtung hier. Jeder hat so hier sein Privatparadies geschaffen. Immer am Fluss entlang gibt es immer wieder Hütten oder sogar Häuser. Wie hier. Jö, ein paar Puppies. Hundefamilie. Oh je, da nochmal. Hoffen wir, dass die lange überleben da. So, das gehört dazu, immer wieder mal Steinschlag, es wurde auch gewarnt, sehr gefährlich hier. Ja, da geht es richtig runter. Also, ich bin zum
der DN6 gestern, zum Rückblicken nochmal sagen, damit ihr wisst, wo ich bin. Von der DN6 bin ich auf die DN67B rechts abgebogen und dann geht es da ganz weit nach hinten in ein Tal hinein. Da war extrem viel los, weil da gibt es noch eine Therme und da gab es so viel Verkehr. Das war Wahnsinn und dann halt auch die Bäume sehr tief, das ist fast ein Wald, aber es ging. Und jetzt wollten wir eigentlich dieses Tal bis zum Ende durchfahren, ist aber nicht möglich. Jetzt müssen wir weiter auf der DN67D bleiben und fahren nach Petrosani. Also eigentlich, ja, bisschen durchgebiert. Ich bin wieder im Pass am Runterfahren. Oh, wieder Äste, ausweichen. Da muss man immer aufpassen, dass mich keiner gerade überholt in dem Moment. Aber jetzt ist das nicht mehr viel. Jetzt suche ich die nächste Quelle zum wieder Wasser tanken. Also Rumänien ist also viel mehr bewohnt, hat viel mehr Verkehr, viel mehr Häuser, wie es Bulgarien ist oder Nordgriechenland. Das ist der totale Unterschied. Ah, ist Wahnsinn, da kommt ein Dorf nach dem anderen. Je, ein junges Fohlen. Pause gemacht, auf der Suche immer noch einen Platz. Aber das ist gar nicht so einfach, weil es ist echt alles voll zugebaut. Jeder Platz ist genützt von irgendeinem Haus wie hier. Ferienhaus und ja. Und direkt am Fluss geht auch nicht. So, da vorne soll es einen Platz haben, direkt am Fluss. Ein bisschen im Wald, aber gemütlich. Euer Paradies gebaut. Die Straße führt übrigens nicht weiter, irgendwann ist da vorbei. So, hier hat es eine schöne Stelle, direkt am Fluss. Ist eigentlich ein Picknickplatz. Und da stellen wir jetzt uns hin für die Nacht. Lagerfeuer am Fluss. War eine super Nacht, wir haben gut geschlafen, aber jetzt sollte ich dringend Wasser tanken. Mein Tank ist komplett leer und das mache ich einfach da an einem Bach. So, bin am Wasser tanken, da an diesem Bach. Ich denke, das ist nicht schlecht. Ein bisschen organisches Ding und so mache ich das. Bisschen ungewöhnlich, aber ich bin ja ein Naturmensch. Ja, hier nochmal durch den Filter Aktivkohle. Das reicht. Schönes Sträßchen, ne? Gerade eine Karutze erwischt, wie sie ihre Ziegel entsorgt irgendwo. Wir sind jetzt unterwegs zur Transalpina, das ist ein Pass, der über die Karpaten führt, quer durchs Land. Also das ist Wahnsinn, da kommt ein Dorf nach dem anderen. Also da leben wirklich viel mehr Menschen und die Häuser sind alle... Die meisten renoviert, da ist wirklich was gegangen in den letzten 30 Jahren. Als ich damals in den 90ern etwa viermal hier war. So, jetzt geht es ein Weilchen hoch. Also hier kaum Verkehr, wie ausgestorben. Ich hoffe, da ist
gesperrt. Das ist ein komisches Zeichen, wenn da keine Autos kommen. Ja, jetzt kommen zwei, vier Stück, sind jetzt durch. So, den Partikelfilter wieder mal entrussen. Der wird jetzt richtig heiß. So, jetzt geht's ab in den Nebel. Jeden Abend Gewitter. Mal schauen. Vielleicht öffnet sie noch. Aber ich glaube nicht. So, Zwischenstation. Ich glaube, da ist noch nicht ganz oben. So, der erste, sag ich mal, Pass ist durch. Jetzt kommt dann aber der größere. Hier ist ein Skigebiet. Hat schon Skilifte da. Da oben. Wo der Nebel hochsteigt. Jetzt mal im fünften Gang, aber nicht lange. Ja, als Schweizer ist das nichts Außergewöhnliches. Natürlich ein bisschen schon, aber ja, man kennt es und es ist wirklich schön. So, ich abverlange dem Wario alles, was er kann. Den Sprinter hinter mir, mein Partner habe ich abgehängt und da vorne ist noch ein Ducato, den hole ich auch noch ein vielleicht. Also da geht es wirklich extrem steil, extrem. Zweiter Gang, Motorbremse drin und es reicht noch nicht. Ich muss zusätzlich noch bremsen, hier jetzt nicht. Aber vor allem so in der Kurve. Wahnsinn. Auch hier wieder. Also ein Bremsfehler wäre fatal. Das war extrem steil, muss ich sagen. Jetzt geht es nicht mehr so steil runter. Einfach nur geil. Wirklich gut, diese 180 PS bzw. glaube 600 Newtonmeter, irgend sowas. Die sind echt gut beim Wario. Ja, das ist eine der anspruchsvolleren Pässe, also absolut zu vergleichen auch mit der Schweiz. Übrigens gibt es ein Video in der History, müsst suchen, Transalpino eingeben. Da gibt es ein Video von mir, wo ich da hochgefahren bin und mit der Drohne habe ich mich aufgenommen.
vor 2 Jahren oder 3. Also wenn es geradeaus geht, dann kann ich im 4. Gang hoch. Der zieht da super. Und bei den Kurven muss ich bis im 2. Gang zurückschalten, weil die so eng und steil sind. Hier zum Beispiel 2. Gang wegen Bodenwellen musste ich langsam fahren. Das ging jetzt so steil, da konnte ich gar nicht mehr in den 3. schalten, er ist zusammengebrochen. Absoluter Hammer, das war toll. So, jetzt bin ich oben. Habe ich noch geschaltet mit der anderen Hand. Das war der Hammer. So, das Wetter ist auch aufgegangen, da hinten nicht, aber top, die Sonne scheint da oben. Ja, hier wird jetzt übernachtet. So, Sprinter 4x4 gegen Vario 4x4. Kein Problem. Und da ist rutschig. Mann, oh Mann, was hat die da gefunden, ne? Angie, ist ein riesig noch, ne? Ja, ist die geil, ja. Das macht Spaß. Ich da mal durch den Schlamm, aber ein bisschen zu langsam. Jetzt bleibe ich noch stecken. Oh je. Auf Schlammschlacht habe ich jetzt keine Lust, Sandbleche rauszunehmen. Jetzt versuche ich da wieder rauszukommen. Wichtig dabei ist, dass man nicht einfach wie behindert Vollgas gibt und die Räder voll durchdrehen, dann macht man alles noch schlimmer, sondern man wippt immer hin und her, wippen, wippen, wieder loslassen und so kommt man Stück für Stück nach vorne, bis man dann endlich sich selber befreien kann. Wir sind gute 2 Nächte hier oben geblieben und dann habe ich noch eine Fahrradtour gemacht und da treffe ich auf einen, der Schiffer abbaut. So, ich bin wieder mal mit dem Fahrrad unterwegs, da oben auf dem Pass. Da gibt es auch eine Piste, die da rüber führt und es ist einfach traumhaft schön hier. Ohne Worte. Die Bilder sprechen für sich. Also Wasser gibt es hier genug zum Trinken immer wieder.
So, das war es wieder von mir. Ich bin noch ein bisschen hinterher mit den Videos. Ich bin nämlich bereits in der Schweiz gewesen und jetzt bereits wieder in Deutschland, in Donaueschingen. Werde in den nächsten 2 Wochen Richtung Köln fahren, nach Remhagen, um da ein Tuning zu machen. Davon werde ich auch ein Video erstellen. Und es kommt jetzt aber noch ein Video noch, oder vielleicht sogar 2 von der Reise noch, von vorher. Und ja, hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Und falls ihr mich seht, dann einfach zuwinken oder anschreiben. Okay, danke und tschüss. Ach ja, fast noch vergessen, es gibt noch ein Trailer ganz am Schluss, als Abschlusszückerchen, also noch nicht wegschalten.